In meiner Serie zum Funken erodieren werfe ich in diesem Video einen ersten Blick auf die Eigenschaften besagter Funken. Dazu habe ich meinem Mikroskop weitere Zusatzteile verpasst, um Bohrer und Rasierklinge halbwegs präzise aufeinander zubewegen zu können. Die beiden Führungen arbeiten dabei mit einer Vorspannung, die über eine M3er Schraube verringert werden kann, um den Bohrer nach vorne zu bewegen. Das Röhrchen mit Glasscheibe, das ich für die Unterwassermikroskopie angeklebt hatte, fungiert hier als Schutzglas für das Objektiv vor umherfliegenden Metallpartikeln. So vorbereitet wollte ich mal prüfen, ab welcher Lücke ein Funkenüberschlag zu beobachten ist. Von Menschen, die mit Funken erodieren zu tun haben, wird immer mal gerne ein Wert von bis zu 0,2 oder gar 0,5 mm genannt, wobei derartige industrielle Maschinen mit Spannungen von deutlich über 100 Volt arbeiten. Mal sehen, was meine 30 Volt Gleichspannung bewirken. Der Bohrer besitzt einen Durchmesser von 1 mm und das nehmen wir hier mal als Maßstab. Die 0,1 mm dicke Rasierklinge, hier rechts im Bild, ist nicht mit der Schneide, sondern mit einer stumpfen Kante zum Bohrer ausgerichtet. Der Bohrer ist so gedreht, dass eine Schneide zur Rasierklinge zeigt, wie wir später sehen werden, ist das für das Überbrücken einer Lücke optimal. Der Abstand im Ausgangszustand beträgt etwa 0,5 mm und hier funkt nichts. Verringern wir den Abstand langsam, so ist zu sehen, dass die Mechanik zum Bewegen des Bohrers nicht optimal ist. So ein wenig wackelt die Konstruktion und der Schärfepunkt des Mikroskops wandert ein wenig um die Spitze herum. Bei 0,2 mm passiert nichts. Auch bei 0,1 mm ist weit und breit kein Funke zu sehen. Erst beim Touchdown erscheint der erwartete Blitz. Mein experimenteller Aufbau ist also nicht geeignet, die Lücke, bei welcher der Funkenüberschlag erfolgt, zu erfassen. Habe ich nicht vom Touchdown, also dem Berühren von Bohrer und Rasierklinge gesprochen? Nun, ich sage es mal kurz, wenn man die beiden Objekte auf atomarer Ebene betrachten könnte, wäre da in jedem Fall noch eine Lücke zu sehen. In einem Kommentar zu einem früheren Video dieser Serie hat jemand im Zusammenhang mit meiner Maschine den Begriff Funken hobeln verwendet und das trifft's ganz gut. Auch die zeitliche Auflösung der Aufnahme war doch eher enttäuschend. Der Blitz ist nur auf einem Viertelstandbild zu erahnen, die Bildrate der Mikroskopkamera ist einfach viel zu niedrig, um den Funkenüberschlag zu erfassen. Es bleibt aber eine obere Grenze, die man für den Prozess abschätzen kann, nämlich die Bildwiederholrate der Kamera und damit erhalten wir eine 60stel Sekunde, so man den Metadaten der Videodatei Glauben schenkt. Endet mein Video also an dieser Stelle mit der Feststellung, dass das Ganze ein Satz mit X war? Dachte ich anfangs auch, aber dann habe ich einfach mal eine Nacht drüber geschlafen und überlegt, was ich sonst noch so in meiner Restekiste habe, um das Thema Plasma anzugehen. Und ein totaler Misserfolg war die Videosequenz unter dem Mikroskop ja auch wieder nicht, werfen wir also nochmals einen Blick auf das Ergebnis des ersten Funkenüberschlags. Der Funke hat nicht nur das Metall der Rasierklinge, sondern auch das des Bohrers schmelzen lassen, in den vorangegangenen Videos hatte ich ja schon angesprochen, dass dieser in beide Richtungen wirkt. Die Lücke zwischen beiden Objekten nach dem Erlöschen des Funkens beträgt etwa 0,06 mm. Die Kante der Rasierklinge wurde auf einer Länge von etwa 0,5 mm erodiert. Bewegen wir den Bohrer weiter auf die Rasierklinge zu. Bei dem zweiten Touchdown ist nicht mal ein Blitz zu sehen, dennoch klebt der Bohrer nun an der Rasierklinge fest, beide Stahlteile sind miteinander verschweißt. Lediglich mit Zurückbewegen des Bohrers sind die beiden Teile nicht mehr voneinander zu trennen, ich muss mit dem kleinen Finger nachhelfen.
Nach dem erneuten Ausrichten des Bohrers ist der Schweißpunkt als kleine Delle an der Kante der Rasierklinge mit dem Gegenstück an der Bohrerspitze zu sehen. Also wieder ran an den Feind. Dieses Mal ist wieder ein Blitz zu sehen und es wird ein sichtbares Stück der Rasierklinge weggeschmolzen. Die vorangegangenen Videos hatten ja schon gezeigt, dass Funke offensichtlich nicht gleich Funke ist. Schuss Nummer 4 führt wieder zum Verschweißen beider Teile. Und beim Versuch, diese voneinander zu trennen, erfolgt unfreiwillig Schuss Nummer 5, der beide Teile wieder miteinander verschweißt, dieses Mal auf der Unterseite der Rasierklinge. Der abgerissene Schweißpunkt ist auf der Bohrerspitze deutlich zu erkennen. Auch Schuss Nummer 6 führt zu einer Verschweißung. Und die Verschmelzung von Schuss Nummer 7 ist so schön, dass ich die Versuchsreihe damit beende. Die Frage, warum sich der Bohrer meiner simplen Funken-Erodiermaschine drehen muss, sollte hinreichend beantwortet sein. Kommen wir damit zu dem Fund aus meiner Restekiste, bei dem es sich um einen kleinen Generator für Spannungen von einigen Kilovolt handelt. Nähern wir die beiden mit diesem Generator verbundenen Stahlkugeln von 20mm Durchmesser einander an, so springen Funken bei einem Abstand von etwa 6mm über. Es bilden sich mehrere Kanäle aus violett leuchtendem Plasma zwischen den beiden Polen. Zu den physikalischen Vorgängen werde ich mich in einem folgenden Video auslassen. Hier werde ich nur ein paar grundlegende Eigenschaften dieser Funken untersuchen. Erster Punkt dieser Eigenschaften ist das Zufallselement. Es bildet sich kein einzelner stabiler Plasmakanal zwischen den am nächsten liegenden Punkten der beiden Stahlkugeln aus. Stattdessen wandern die Funken ständig auf den Kugeloberflächen hin und her. Verändern wir als ersten Parameter den Durchmesser der Stahlkugeln auf nur noch 5mm. Nun springen Funken schon bei einem Abstand von 24mm über. Wird der Abstand weiter verringert, so springen die Funken in schnellerer Abfolge über. Bei einem Abstand von nur noch 12mm bildet sich ein stabiler Plasmakanal zwischen den Kugeln, der weiterhin auf den Oberflächen hin und her wandert. Ersetzen wir die Kugeln durch angespitzte Drähte, so kann sogar eine Lücke von 35mm übersprungen werden. Umgekehrt bedeutet das, dass der Funke eher auf einen Bereich mit einer scharfen Kante überspringt, als auf einen Bereich mit einem größeren Radius. Hier bildet sich das Plasma bevorzugt zwischen der rechten Stahlkugel und der linken Drahtspitze aus, obwohl die Lücke zur zweiten Stahlkugel nur etwa halb so groß ist. Auffällig ist, dass weder die Stahlkugel noch der Draht schmelzen, es entstehen keine Krater wie bei den Experimenten mit der Rasierklinge. Nun, offensichtlich ist die elektrische Leistung dieser Funken zu klein oder verteilt sich auf ein zu großes Volumen. Messen oder besser gesagt schätzen wir den elektrischen Widerstand des Plasmas.
Die Spannung ist die Unbekannte in dem Stromkreis, denn ich besitze keinen Spannungsmesser, der mehrere Kilovolt verträgt. Um den Strom zu messen, habe ich einen Widerstand von 10 Ohm in den Stromkreis eingebaut. Mit der daran abfallenden Spannung von 0,07 Volt ergibt sich ein Strom von 7 mA bei einem Elektrodenabstand von 5 mm. Nähern wir die Drahtspitzen einander an, so steigt der Strom. Wird der Abstand wieder auf 5 mm gebracht und der Stromsensor durch einen 20 Ohm Widerstand ausgetauscht, so werden 0,13 Volt, also ebenfalls etwa 7 mA gemessen. Mit einem 100 Ohm Widerstand kommen wir auf in etwa den gleichen Strom, der sich auch bei einem 1000 Ohm Widerstand nicht wirklich ändert. Demzufolge muss der Widerstand des Plasmas unter der Annahme, dass der Hochspannungsgenerator eine konstante Ausgangsspannung liefert, deutlich höher sein. Grenzen wir diesen also von oben ein, indem wir einen 1 Mega Ohm Widerstand parallel zum Plasma schalten. Es ist keine Änderung zu sehen, folglich muss der Widerstand des Plasmas deutlich kleiner sein. Auch bei einem parallelen 500 Kiloohm Widerstand bleibt der Plasmabogen erhalten. Erst der 240 Kiloohm Widerstand unterbricht das Plasma und raucht dabei ab. Der Widerstand des 5 mm langen Plasmabogens muss also im Bereich von 200 Kiloohm liegen. Ja, ich weiß, die beiden Experimente lassen nur eine sehr grobe Abschätzung des tatsächlichen Widerstandes zu, da die Spannungsquelle nun wirklich keine Gleichspannung frei von jeglichem Innenwiderstand liefert. Ich möchte das an dieser Stelle aber nicht ausdiskutieren. Wir halten fest, dass der Widerstand der Lücke zwischen den Elektroden mit Auftreten eines Funkens deutlich sinkt, aber eben nicht null wird. Wird der Abstand auf etwa 1 mm verringert, lässt sich ein neuer 240 Kiloohm Widerstand problemlos parallel schalten. Nun raucht ein 100 Kiloohm Widerstand in dem Experiment ab. Mit kleinerer Funkenstrecke sinkt offensichtlich der Widerstand des Plasmas und wie unter dem Mikroskop gesehen, ist die vom Funken in meiner EDM-Maschine überbrückte Strecke sehr klein. Bringen wir als nächstes Experiment zwei dünne Drähte an den Polen des Hochspannungsgenerators an und schalten den Strom ein. Nun ist tatsächlich zu beobachten, dass die rechte, mit Masse verbundene Drahtspitze zu glühen beginnt und abschmilzt. Bei einem Abstand von etwa 10 mm bleibt die Lücke konstant, an dem rechten Draht hat sich eine Kugel aus geschmolzenem und wieder erstarrtem Metall gebildet. In einem vorangegangenen Experiment haben wir gesehen, dass der fließende Strom sinkt, wenn die vom Plasma überbrückte Strecke größer wird. Je länger der Abstand, umso niedriger die elektrische Leistung, die über die Funkenstrecke abfällt, denn die Leistung sinkt ja proportional mit dem fließenden Strom, sofern wir die Spannung als konstant ansehen. Auch wird die Energie des Plasmas auf ein größeres Volumen verteilt, womit mehr Energie an die umgebende Luft und somit weniger an die Drahtenden abgegeben wird. Ferner wird die Energie von dem dicken Metalltropfen auf ein größeres Volumen verteilt, was ebenfalls dafür sorgt, dass der Draht nicht weiter abschmilzt. Das kann demonstriert werden, indem der Tropfen abgeschnitten und die Drahtenden auf denselben Abstand von etwa 10 mm gebracht werden. Wird nun der Strom wieder eingeschaltet, schmilzt der rechte Draht weiter ab, bis der Prozess bei einem noch etwas größeren Abstand von nun 12 mm erneut endet. Nur der rechte Draht glüht und das auch nur an der Spitze, der fließende Strom kann also nicht die alleinige Ursache für das Erhitzen des Metalls sein.
An dem mit dem positiven Pol verbundenen Draht ist kein Abschmelzen zu beobachten. Die Funken wirken zwar in beide Richtungen, aber nicht in gleichem Maße. Zu dem Warum wird's in späteren Videos noch so einiges zu erzählen geben, behalten wir fürs Erste nur die Wirkung als solche im Hinterkopf. Als letztes Experiment bringe ich ein Metallpartikel in Form einer M3er Mutter zwischen die beiden 20mm Kugelelektroden. Nun springt der Funke auch schon bei einem Abstand von mehr als 10mm über, ohne dass die Mutter eine der beiden Elektroden berührt. Das simulierte Metallpartikel erweitert die maximal mögliche Funkenstrecke um den Durchmesser der Mutter. Verunreinigungen spielen beim Funkenerodieren daher eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Nun, da wir die Kerneigenschaften des Funkens kennengelernt haben, wird im nächsten Video ein erster Blick auf die Elektronik, welche die Plasmaenergie steuert, geworfen. Hierfür muss ich aber erst noch ein paar Bauteile bestellen. Wer mir dafür und für meine vielen Stunden an Arbeit, die in dieser Videoserie stecken, einen Obolus zukommen lassen möchte, auf Homo Fatiens gibt's eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!